Vogel, ich bin Abteilungsleiter Mountainbike und Tourguide beim RC Peilinger Sund. 1988 gab es eine ziemlich neue Sportart, das Mountainbike. Ich kaufte mir ein Fahrrad oder ein Mountainbike und fuhr dann durch die angrenzenden Wälder. Beim Fahren in der Gersümer Wald traf ich dann ab und zu einen Mountainbiker, mit dem ich ins Gespräch kam. Und dabei stellt sich heraus, dass er beim RC Peilinger Sund war. Wir trainieren mittwochs während der Sommerzeit von 18 bis 20 Uhr und samstags ganzjährig. Wir fahren hier in der Umgebung im Umkreis von ca. 20 Kilometer unter der Woche und samstags auch weiters entfernt, wie zum Beispiel Stromberg, Heuchelberg oder die Pfalz. Einige von uns nehmen auch an Veranstaltungen teil, unter anderem Mountainbike-Marathon oder Cross-Country-Rennen. Besonderheit ist der RC Peil Mountainbike-Marathon im September in Dahnfeld. Abteilungsleiter und Tourguide beim RC Peilinger Sulm. Mit dem Rennradfahren angefangen habe ich ca. Ende der 80er Jahre. Wir trainieren immer dienstags um 18 Uhr. Die Trainingszeit beträgt 2 Stunden. Wir fahren in 3 Leistungsgruppen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit die beträgt so zwischen 26 und über 30 Kilometer. Die durchschnittliche Kilometer der einzelnen Teilnehmer pro Jahr, die ist so zwischen 5.000 und 15.000 Kilometer, je nach sportlicher Ambition der Teilnehmer. Und viele von uns nehmen auch an Rennen teil, zum Beispiel am 1. Mai am ehemaligen Rennen rund um den Henninger Turm in Frankfurt oder auch am Ötztaler Radmarathon. Das ist ein Alpenmarathon mit 230 Kilometer und weit über 5.000 Höhenmeter. Euch viel Spaß bei einer der schönsten und erlebnisreichsten Sportarten, dem Radfahren.